Hotel der Woche. Präsentiert von Reisen exklusiv. Heute wird's schön. Also noch schöner als sonst. Unsere Hotels der Woche sind ja immer schön, finde ich. Aber heute ist schön nochmal in einem anderen Maßstab. Ja, schön finde ich auch, dass wir hier gerade in unserem kleinen Podcast-Studio sitzen. So klein ist das nicht. In der Redaktion von Reisen exklusiv, Understatement ist. damit macht man sich nur sympathisch. Also du, Jenny Latto-Parisa-Andresen, das ist die Chefredakteurin genau dieses großartigen Hochglanzmagazins. Jetzt ist Understatement nicht mehr nötig, wenn wir über Reisen exklusiv reden. Ach so, nee. Und pass auf, du bist die Chefästhetin in allen Interieurfragen zum Thema schön. Ein bisschen, ne? Ja, schon. Ja. Also auch bei uns zu Hause. Also schön auch, dass du hier bist, Jan-Malte Andresen. Der schönste Frühmorgen-Moderator der Welt. Finde ich. Er ist ja Radio, deswegen ist es ja egal eigentlich. Ach, wenn du das findest, ist ja sehr schön. Er hat ein Radiogesicht. Dann hätten wir das also. Wo geht es denn heute hin? Es geht nach Ungarn, genauer gesagt geht es nach Budapest. Budapest, die Hauptstadt von Ungarn, die liegt relativ zentral nördlich in dem osteuropäischen Land. Ist etwa 1,5 Stunden von Frankfurt mit einem Direktflug entfernt. Es gibt eigentlich von allen Städten in Deutschland, größeren Städten mit Flughafen, Flüge dorthin direkt. Und daher ist es auch perfekt für ein Wochenende. Und Budapest mit seinen 2 Millionen Einwohnern gilt als eine der schönsten Städte Europas, völlig zu Recht. Also der perfekte Trip am Wochenende, um mal rauszukommen und so richtig in eine ganz andere Stadt und andere Zeit auch ein bisschen einzutauchen. Das war übrigens unsere Redakteurin Marie Tüsiak. Wir haben sie nach Budapest geschickt oder Budapest und sie hat unser Hotel der Woche getestet. Es ist das Anantara New York Palace Budapest. New York Palace Budapest. Also Marie ist eine Reiseredakteurin bzw. unsere Reiseredakteurin oder auch Budapest-Expertin, wie wir sie ab sofort jetzt hier ganz liebevoll nennen können. Ach, das ist schön. Die Stadt ist sehr alt, sehr prunkvoll und liegt zu beiden Seiten der Donau. Vor allem auf der Pest-Seite hügelig, die Buda-Seite eher flach, die eben heute zu der Stadt Budapest zusammengezogen sind. Und noch ein paar Donauinseln dazwischen. Und wann ist die beste Reisezeit? Das ganze Jahr eigentlich lohnt sich ein Trip, weil im Sommer ist es sehr warm. Da kann man super Sachen in der Stadt machen. Man kann sich auch mal an einer der Donauinseln abkühlen, auf der Margareteninsel zum Beispiel, und baden gehen. Im Winter hingegen sind die vielen Museen natürlich super, wo man sich Weltklasse Kunst ansehen kann. Und im Frühjahr und im Herbst, auch da lohnt es sich. Also das ist eigentlich ein Ganzjahresziel und das muss man mal gesehen haben, Budapest. Der erste Eindruck. Ein Lobbyboy ist komplett unsichtbar, aber immer in Sichtweite. Das ist aus dem Film, oder? Genau, aus Grand Hotel Budapest von Wes Anderson. Und auch in unserem Hotel der Woche scheint das zu stimmen. Nicht nur das, das fiktive Grand Hotel Budapest könnte genauso ausgesehen haben wie unser Hotel der Woche. Nun gut, nur farblich bei Wes Anderson ist immer alles ein bisschen anders. Auf jeden Fall nicht Gold und Glitzer. Man sieht aber auch schon von außen, dass es ein wirklich sehr, sehr prunkvolles Gebäude ist im Jugendstil. Und gerade wenn man reingeht durch die Pforte, wo auch ein Herr in Frack einen begrüßt und dann auf einmal geht man über so eine kleine Marmortreppe nach oben und steht in diesem Innenhof, das ist ein super schönes Ankommengefühl, wo man merkt, oh hier bin ich Gast, hier werde ich geschätzt und man taucht eben auch ein bisschen ein in die vergangene Zeit, in der Budapest Treffpunkt vieler Intellektueller aus ganz Europa war. Das Hotel ist ein wunderschönes, da ist es wieder, ein wunderschönes, fast schon protziges Juwel des Jugendstils, also Ornamente, Marmor, Säulen, freundliches Nicken des Portiers gehört dann auch dazu, sehr wenn richtig. Du reinkommst. Da möchte ich ja schon fast meinen Zylinder zum Gruß ziehen. Oh Gott, bitte nicht du und Zylinder, bist ja über 2,10 Meter, wenn du da in die Lobby kommst, du würdest ein bisschen sein. Auffallen.
Zu übersehen wäre ich wohl nicht. So, aus mehreren Gründen. Und deshalb würde ich ziemlich sicher, ziemlich sehr schnell, stilecht den üblichen Welcome-Drink von Anantara bekommen. Das Anantara New York Palace Budapest ist ein Grand Hotel, das einen sofort in eine andere Ära zurückversetzt, nämlich in eine Zeit lange vor dem Eisernen Vorhang, als Budapest noch ein Ort der Intellektuellen und Industriellen war. Und auch der Banken und Versicherungen. Dieser New York Palace, da ist eben dieses Hotel drin. Der wurde 1894 als Hauptzentrale der New York Life Insurance gebaut. Ah, daher kommt also der Name New York. Ich habe mich schon gewundert, was das mit Budapest zu tun hat. Aber das dazugehörige New York Café mit seinem goldenen Decken und überladenen Stuck wurde zudem damals auch Treffpunkt der Dichter und Denker aus ganz Europa. Und wenn man ganz leise ist, spürt man diese Atmosphäre auch heute noch im Anantara New York Palace Budapest. Man muss aber ganz leise sein. Ganz, ganz leise. Ganz leise. Ganz je leiser man ist, desto mehr spürt man etwas. Wer wohnt hier? Im Anantara New York Palace Hotel in Budapest wohnt, wer so ein bisschen in den Glanz der alten Zeit von Budapest eintauchen mag, als die Stadt noch als eine der großen Metropolen Osteuropas und Europas galt. Man kann also sagen, hier wohnt, wer das alte Budapest spüren, dabei nicht aber auf den zeitgenössischen Komfort verzichten möchte. Reisende, die ein besonderes Hotel und subtilen Luxus zu schätzen wissen. Die passen hier genau hin, so wie Paare oder Freundesgruppen. Und es gibt natürlich auch zusammenhängende Zimmer für Familien. Und weil wir ja schon vom Wes Anderson-Film gesprochen haben, gibt es denn auch Promis? Es gibt auch immer mal wieder prominente Personen, die im Anantara Palace Hotel in Budapest wohnen. Zum Beispiel war Paris Hilton da oder der Dalai Lama. Wie der Concierge betont hat, war der Dalai Lama im Standardzimmer. Aus seinen bescheidenen Gründen. Im Gegensatz zu Paris Hilton, die sich die Suite gegönnt hatte. Und nicht immer kommen Prominente privat, sondern weil das New York Palace Hotel aussieht, wie es aussieht, wird es auch sehr, sehr gerne als Drehkulisse für Filme verwendet. Also ich habe mal geguckt, welche Filme hier gedreht wurden. Spy Game beispielsweise oder Red Sparrow. Die Serie Homeland ist viel Agenten-Zeugs. Ja, wie im Osten. Und viele weitere Netflix- und HBO-Serien. Vielleicht sollten wir auch mal eine Rubrik einführen. Serien und Filme, die in Hotels spielen. Machen wir einen eigenen Podcast draus. Ja, das wäre eine Idee. Finde ich gut. So, aber dann ist man ja immer nach den Dreharbeiten da. Das ist eigentlich schade. Man hätte Uma Thurman, Brad Pitt oder Jennifer Lawrence treffen können. Die haben da nämlich alle schon gedreht. Jetzt sind sie natürlich weg. Aber vielleicht kommen andere Promis. Ja, wenn man das bei den Dreharbeiten dann an der Security vorbeischafft. Aber im Zweifel kann man sich ja immer noch sagen, ich habe hier geschlafen, wo Brad Pitt mal gearbeitet hat. Hast du Brad Pitt nicht mal in einem Hotel getroffen? Nein, Johnny Depp. Johnny Depp, ich verwechsel die beiden immer. Ja klar, die sehen sich total ähnlich. Johnny Depp in einem Hotel, aber das war nicht in Budapest. Nein, das war in Rom. Das erzählen wir an anderer Stelle ausführlicher. Tom Cruise Lieblingshotel in Rom war das. Ja, kleine Zimmer wahrscheinlich. Immer. Sehr teures Frühstück. Reicht ja für Tom Cruise. Kleines Zimmer. Gut geschlafen? Wobei, Fun Fact, die Zimmer im Anantara New York Palace gehören zu den größten Hotelzimmern in Budapest. Also nichts für Tom Cruise. Oder er verläuft sich dann darin. Also es ist sehr viel Platz, um sich sehr wohl zu fühlen. Und das tut man wirklich. Das gesamte Hotel wurde seit der Übernahme von Anantara grundlegend renoviert. Es gibt also Marmorbadezimmer mit Regendusche, Fußbodenheizung und eine gigantische Badewanne für zwei. Und? Was ist das denn? Das sind die himmlischen Betten. Hier wird frisch aufgeschüttelt und gemacht und dass es ganz gemütlich ist. Also man mag fast gar nicht mehr vor die Tür gehen. Das wäre nämlich schade, denn Budapest ist ja viel, viel zu schön, um im Bett zu bleiben. Schön. Der Wellnessfaktor. Wusstest du eigentlich, dass Budapest eine Kurstadt ist? Ehrlich? Ich bin ja in einer Kurstadt groß geworden. Deswegen interessiert mich das natürlich besonders. Du sammelst Kurstädte, ich ne? Ich sammle Kurstädte. Aber dann müsste man das ja Bad Budapest nennen. Naja, fast. Budapest ist das einzige Kurbad, das zugleich Hauptstadt ist und damit auch die größte Kurstadt Europas. Ach. Es gibt nämlich, pass auf, ich habe bei Wikipedia nachgeguckt, nicht, dass du denkst, ich wüsste so viel, 120 heiße Quellen in 21 Bädern, von denen 10 Heilbäder sind. Und das ist alles natürlich historisch antik und alt. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Wer in den Budapester Heilbädern noch nicht genug entspannt, der findet im Anantara New York Palace einen kleinen, aber sehr feinen Wellnessbereich. Massagen gibt's da, Beauty-Anwendungen, eine kleine Holzsauna, ein Dampfbad und auch einen stylischen Pool zum Bahnschwimmen. Klingt wie eine kleine Holzeisenbahn, wie du das gesagt hast. Eine kleine Holzsauna.
eine kleine Brühbahn. Eine kleine Holzsauna und Badenschwimmen. So, nach einem Besuch in einer der Budapester Thermen kann man hier runterkommen, nach dem Runterkommen oder halt ganz klassisch entspannen, nachdem man sich die Stadt angeguckt hat. Das Bauchgefühl. Meine Lieblingsrubrik, sagen wir doch mal, wie sie ist, also neben gut geschlafen, ist die Kulinarik. Das Anantara New York Palace ist genau dafür bekannt. Oder besser für die Location, in der man speist. Denn das New York Café wurde tatsächlich, haltet euch fest, zum schönsten Café der Welt gekrönt. Und das völlig zu Recht. Man fühlt sich wie in einer anderen Welt. Als ich ankam, stand auch schon eine ganz, ganz lange Schlange um zwei Straßenblöcke. Ja, man fühlt sich einfach wie eine Prinzessin, wenn man dort sitzt. Hotelgäste müssen natürlich nicht ewig lange anstehen, denn die haben exklusiven Zugang und das bereits zum Frühstücksbuffet. Und das lohnt sich wirklich, so viel kann man sagen. Das New York Café steht unter der Leitung des ungarischen Star- und Fernsehkochs András Wolf, der Pastries, Pasta und vieles mehr so dekorativ wie köstlich zaubern kann. Und fürs Dinner geht's dann an den Rand des Cafés. Da ist es eben besonders vorzuheben, dass ein neues Restaurant aufgemacht hat, The White Saloon, und dort wird ungarische Küche auf Gourmet-Niveau serviert. Und das ist wirklich ein Gaumenschmaus. Highlight, ein mehrgängiges Menü. Ungarische Köstlichkeit mit einem Touch asiatischen Umami. Hier sitzt jeder Gang in Perfektion. Und wer kann uns dazu besser etwas sagen als Daniel? Hallo alle, mein Name ist Daniel Biro. Ich bin 27 Jahre alt und ich bin der Executive Head Chef vom Anantara New York Palace Budapest. Daniel hat so eine Leidenschaft fürs Kochen, das spürt man durch und durch. Das kommt 100% von meinem Papa. So, mein Papa ist einer der größten Chefs im ganzen Ungarn. Wirklich einer der größten, bekannten und besten Chefs in Ungarn. So, in meinem Leben war, wenn ich bin 4 gewesen, ich bin immer in meinem Papas Restaurant gewesen und ich habe Bier gezupft für die Köche. Das war in meinem Blut eigentlich, Chef zu bekommen. Also Koch zu werden, meint er. Ihr habt das schon verstanden. Daniel hat auch noch eine Empfehlung für euch. Ja, so mein liebstes Gericht von der Karte ist der Mangalitsa vom Schwein mit Dödele, mit Sauerrahm, mit Zwiebel, Knoblauch und mit einem Rahmendashi mit Senfkörner und Schnittlauch. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, was er da jetzt genau beschrieben hat, aber es klingt lecker. Nach dem Essen empfehlen wir noch einen Absacker in der Poet Bar. Schöner kann ein Tag in Budapest nicht enden, finde ich. Lapskaus-Phänomen, auch wenn du nicht wirklich weißt, was da drin ist. Ich glaube, das klingt viel leckerer als Lapskaus. Lapskaus ist eklig, Sauerfleisch. Boah. Das besondere Etwas. Das können wir jetzt kurz halten. Es ist das Flair des Hotels. Und um unsere heutige Schönschwärmerei noch etwas zu unterfüttern, hier ist es wirklich richtig schön. Ehrwürdig schön, möchte ich fast sagen. Richtig klasse schön. Auf klassisch klassisch schön. 3 gute Gründe, um dort zu buchen. Kulinarisch ist natürlich das New York Café ein absolutes Highlight. Also dort einen Kaffee getrunken oder ein Stück Kuchen gegessen haben, muss sein. Und man frühstückt auch tatsächlich in diesem historischen Bereich. Und am Abend sollte man unbedingt einkehren in das neue Restaurant, The White Saloon. Die ungarische Küche ist erstaunlich vielfältig und sehr, sehr lecker. Die Kulinarik. Wen überrascht das? Das Niveau ist jetzt schon beeindruckend. Und Marie ist sich sicher, da kommt noch mehr. Also der Michelin-Stern, der wird kommen. Hört drauf, was Marie prophezeit. Und warum noch dort buchen? Einfache Antwort: der Service. Die Mitarbeiter im Anantara New York Palace sind durch die Bank unglaublich freundlich, zuvorkommt und helfen beim kleinsten Problem. Durch die Versicherung, es war immer ein Versicherungsgebäude, ja, kein Bankgebäude. Deswegen. Ja, aber auch durch die Bank. Ich erinnere mich, dass ich mein Handykabel vergessen hatte und das an der Rezeption erwähnt habe. Und sofort hat man mir ein Kabel geliehen für den Zeitraum, in dem ich im Hotel bin. Und meine Freundin, die ein bisschen später angereist ist, mochte den Welcome Drink so gerne und hat sofort das Rezept und noch ein zweites Glas bekommen. Und on top das Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Nacht im Standardzimmer gibt's ab rund 200 Euro. Und das ist jetzt mal im europäischen Vergleich wirklich mehr als fair für ein 5-Sterne-Luxushotel dieses Kalibers. Das macht es nicht nur erschwinglich, sondern auch noch charmanter, finde ich. Und was sagen die Gäste? Du hast die Bewertungen angeguckt und mir auch ein paar hingelegt. Julia Power,
Die hat voll die Power, sagt 5 von 5 Sterne und sagt, ich war schon, die hat auch was mit der 5. Sie war nämlich schon 5-mal in Budapest, aber so toll war es noch nie. Das Hotel ist so schön, man fühlt sich wie in einer anderen Welt. Aber das ist mit Abstand beste Hotel, ist auch das beste Personal. Pärchenurlaub hat die Astrid gemacht und schreibt vor der Tür ein Portier direkt in der Eingangshalle, der Kofferpage, der einem direkt vom Gepäck befreit. Ein kleines Treppchen rauf kommt der Empfang und man erhält freundlich alle Hinweise, die man benötigt. Wieder so eine kleine Reportage, ne? Wie sie schreibt, wie man da reinkommt. Wer Concierge-Leistungen benötigt, wird hier bestens versorgt. Und der Daniel, der sagt, ausgezeichnet und besonderes Hotel mit unglaublichem Flair inmitten von Budapest. Schon der erste Eindruck ist ein bleibender. Die haben jetzt alle 5 Sterne gegeben oder 5 Punkte. Jetzt kann man sagen, haben sich wieder nur die guten rausgesucht. Aber wenn wir auf die Gesamtbewertung gucken, fast 5, nämlich 4,7 in der allgemeinen Bewertung. Wobei man dazu sagen muss, dass sich dann die schlechteren Bewertungen, die dabei sind, beziehen auf die Zeit vor der Renovierung. Ach schön. Also das Hotel, nicht, dass wir für diese Woche schon fertig sind. Ja, wir könnten noch stundenlang weitermachen. Wir könnten ja noch eins hinten dranhängen. Aber wir sind eigentlich schon mit einem Fuß. Wir sind ja das Hotel der Woche, nicht die Hotels der Woche. Stimmt. Man muss auch mal wirklich, ne? Wir könnten länger, aber irgendwer hat sich ausgedacht, das Hotel der Woche. Und dann machen wir das so. Ich wollte nur noch sagen, dass wir mit einem Fuß schon draußen sind und jetzt eigentlich wieder in ein neues Hotel fliegen. Ja, das ist richtig. Weit, weit weg. Wir werden euch bald erzählen, wo wir da wohl gewesen sind. Wir fänden es schön, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, uns bewertet, abonniert und all euren Freunden davon erzählt. Und ihr immer schön auf dem Laufenden bleibt, zum Beispiel mit unserem Newsletter. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis bald. Das war das Hotel der Woche. Tragt euch doch auf reisenexklusiv.com für unsere Newsletter ein. Dort bekommt ihr das Hotel der Woche immer direkt in euer Postfach. Oder auf die Ohren. Deswegen unbedingt auch diesen Podcast abonnieren.